In diesem Video habe ich einen ganz besonderen Gast. Mein Name ist Heinz Bosbach von der Bosbach Consulting und ich habe hier vor mir sitzen den Jens Schönrock. Jens Schönrock, man kann dich fast als Tausendsasser bezeichnen. Also einer, der vieles macht, vieles auch sehr erfolgreich macht. Du bist Bauträger, du bist Investor, du bist auch Immobilienmakler. Wir sehen hier im Hintergrund Focus 3D. Du hattest eine ziemlich coole Idee, die du mit deinem Sohn für deinen Sohn sozusagen ins Leben gerufen hast. Jens, erzähl doch mal ganz kurz, wo kommst du her und wie bist du überhaupt dahin gekommen oder was war so der Ursprung dessen, dass du heute hier vor mir sitzen kannst? Also gebürtig bin ich aus dem Nahen Osten, aus der Nähe von Magdeburg, bin dann nach Bayern gegangen, habe dort Elektrotechnik studiert über die Bundeswehr. Das hat mir so gut gefallen, die Stadt München, dass ich da hängen geblieben bin. Das heißt zurzeit auch wohnhaft in der Nähe von München. Wir sitzen mit unserem Unternehmen in Grünwald, haben da ein sehr schönes Büro. Genau, und ich fühle mich in Bayern sehr wohl, habe aber immer noch die Verbundenheit und bin und bleib im Inneren ein Ossi. Also investieren tust du in Ostdeutschland, also Magdeburg, genau. So in der Gegend, genau. Da tätigst du auch deine Immobilieninvestments. Also in München mache ich so mein Tagesgeschäft, das heißt Fix und Flip hauptsächlich oder Immobilienmakler auch Geschichten. Wir sind auch baumäßig in München unterwegs. Projektentwicklung läuft deutschlandweit, das heißt, ich habe da zwei Partner, mit denen wir Fachmarktzentren ankaufen, die in finanzielle Schieflage geraten sind. Wir entwickeln die neu von der Technik her. Wir machen die Mietverträge neu und bringen dann das Produkt wieder neu auf den Markt für Investoren. Und da mich dieses zwar begeistert, aber nicht 8 Stunden auslastet, weil wirklich so ein Fachmarkt 2 Jahre Entwicklungszeit hat, manchmal auch 3, bis wir ihn wieder abstoßen, habe ich halt schwerpunktmäßig in München die Immobilien, Fix und Flip und die Makelei noch. Und investieren tue ich wirklich in die alte Heimat, das heißt Bestandsimmobilien kaufe ich hauptsächlich in Magdeburg und Halle. Cool. Und du bist vor, ich glaube Anfang des Jahres war es, ne? Ich glaube im Januar, ne? Wenn ich mich nicht ganz... Im Januar hatte ich in unserem Firmenbriefkasten eine Broschüre. Genau. Ziemlich orange. war ein Name drauf, der hieß Bosbach. Ich habe wirklich diese Broschüre durchgelesen. Ich war begeistert, ja. Mich hat das Produkt interessiert. Ich habe mich dann über Bosbach Consulting Consulting interessiert. Ich habe mich informiert und dann kam auch relativ zeitnah der Anruf. Ich sage, hier möchte ich mehr Informationen haben. Mhm. Wie du immer so sagst, hier fehlt mir die Realität. Ich möchte mehr Informationen. Ja, und dann kam es auch schnell zum Kennenlernen von uns beiden über einen Zoom-Call. Und ich habe mich dafür entschieden. Für mich war gar nicht so, dass ich jetzt meine Maklerfirma nach vorne bringen wollte, sondern ich habe verschiedene Partner, bin aber doch seit Jahren so ein kleiner Einzelkämpfer. Ist bedingt dadurch, dass ich auch mal unternehmerisch nicht eine reine Weste hatte, dass es auch mal in die andere Richtung ging. Ich hatte mal 75 Mitarbeiter und ich hatte eigentlich wieder Angst davor, ein großes Rad zu drehen. Und mir fehlten so ein paar Strukturen in meiner Firma. Und das war eigentlich das, warum ich zu Bosbach Consulting gekommen bin. Ja, lass mich da mal gerade einhaken, weil das ist jetzt ein ganz spannendes Thema. Also erstmal vielen Dank für deine Offenheit an der Stelle und Ehrlichkeit. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, was war, wenn du heute drüber nachdenkst, unternehmerisch einer deiner größten Fehler? Unternehmerisch einer meiner größten Fehler war Struktur, also Unternehmensstruktur. Das heißt, dass ich zwar eine GmbH hatte, aber da private Verbindlichkeiten eingegangen bin, die die Bank haben wollte. Das heißt, man geht ja in eine GmbH, hat ja, sagt ja der Name schon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das macht aber nur Sinn, wenn du sie nicht in deinen Privatbereich verlagerst. Findet die Bank nicht so cool, ne? Mit das genau. MBH, ne? Ja, genau. Das findet die Bank nicht so cool, aber es hat Sinn.
Es hat echt Sinn. Und ich kannte mich damals noch nicht aus. Heute habe ich andere Konstrukte, Holding-Konstrukte, GmbH-Konstrukte. Ich gehe keine privaten Haftungen mehr ein. Wenn ich mir was nicht leisten kann, dann Finger weg. Dann Finger weg. Dann muss ich andere Wege finden. Ein Mindset von mir ist nicht, wie kann ich mir es leisten, sondern wie kann ich mir es leisten. Und das führt dann, auch wenn man sich über gewisse Zeit dann Gedanken macht, findet man Lösungen und Wege, wie man doch seine Ziele erreichen kann, ohne den bequemen Weg vielleicht zu gehen, dass die Bank einen Haufen Geld gibt. Und damit einem auch am Schlawittchen hat. Ne? Genau. Ja, genau. Und wir wachsen in allen Firmen, die ich habe, wirklich organisch. Das heißt, mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht. Wir arbeiten auch mit Fremdkapital, zu anderen Zinssätzen als bei einer Bank. Aber da ist der Investor dann auch involviert, der weiß, wo das Geld hinfließt. Und ich muss sagen, auch das war ein Learning. Ich arbeite mit fremdem Geld viel, viel sorgsamer als mit dem eigenen Geld. Mhm. Weil beim eigenen Geld muss ich nur mir Rechenschaft ablegen. Das ist manchmal gewagt. Mhm. Bei fremdem Geld muss ich wirklich anderen Herren und Damen, die investieren, Antwort und Rede stellen. Mhm. Und wenn ich die überzeugen kann, habe ich auch gemerkt, die hinterfragen natürlich Dinge, die haben mich auch schon öfter mal von dem Scheuklappensyndrom weggebracht und habe gesagt, hast du mal das beleuchtet und das? Oder wenn ich einen Investor nicht gewinnen konnte, dann hat das ja Gründe gehabt. Und dann habe ich mich mit dieser Sache einfach nochmal befasst und vielleicht auch den Pferdefuß gefunden und dann auch frühzeitig da die Hände weggelassen. So. Okay, gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu diesem Fehler, Strukturen. Mhm. Ja. Was war das genau? Was war da aus deiner Sicht genau der Fehler beim Thema Strukturen? Weil Strukturen ist ja so etwas, was ja gerade für Solopreneure, Einzelkämpfer eher so, was ist das? Ne? Ich habe ja mein Business im Kopf, mehr oder weniger. So. Genau das, was du gesagt hast. Ja. Das Business im Kopf haben. Wir wissen, was wir tun und wir tun es jeden Tag. Aber wenn wir wachsen wollen, dann reichen unsere Schultern zum Wachsen nicht aus. Das heißt, wir müssen diese Last auf mehrere Schultern verteilen. Und jetzt kommt es, wenn ich da kein Mittel habe, es einem Menschen, der bereit ist, an meiner Seite mit meinem Unternehmen mitzugehen, dann das, was ich in meinem Kopf habe, in Strukturen zu packen und ihm zu vermitteln, dann wird, egal wie motiviert dieser Mensch am Anfang ist, wird mir irgendwann wegbrechen. Mhm. Ja, und das war immer ein Problem, dass das Wissen, was ich habe, zu transportieren auf andere Köpfe, auf andere Schultern. Und dafür braucht man ein System. Und dieses System habe ich wirklich gesucht. Okay, und jetzt hast du ja gestartet und du hast ja auch gesagt, so, es ging dir gar nicht nur mehr um das Thema Immobilienmakeln. Also man sagt, du bist ein Vollblutunternehmer, ja, und hast mehrere Unternehmungen, bist aber auch nicht in der Situation, dass du alles selber machen musst, sondern du hast eben Partner, du hast Mitarbeiter, Partner, also Kooperationspartner etc. Ja. pp. Und mit der Focus 3D GmbH jetzt auch das Thema 3D-Filme, 3D-Rundgänge etc. sozusagen professionalisiert nochmal, auf ein anderes Level gebracht, kann man mal sagen. Brauchen wir jetzt auch gar nicht so in der Tiefe zu gehen oder gar nicht so tief reinzugehen. Du hast das mit deinem Sohn gemeinsam gemacht oder für deinen Sohn. Aber was ist jetzt anders? Was ist jetzt anders als früher? Ich hole noch mal ein bisschen aus, wie ich zu dieser Focus 3D gekommen bin, ja, weil das ja auch eine Entwicklung war. Mhm. Ich bin im Bauträgerbereich viel unterwegs. Wir machen Fix und Flip in München. Das heißt, wir kaufen alte, renovierungsbedürftige Wohnungen an, verändern die. Meistens machen wir eine Grundrissveränderung, weil in den 60er, 70er Jahren die Grundrisse natürlich anders waren, nicht auf die Bedürfnisse unserer heutigen Menschen zugeschnitten waren. Also schauen wir, wie die Immobilie den Wert heben können. Das ist passiert meist durch eine Grundrissveränderung. Jetzt war es immer so, nachher war das Produkt fertig, aber die Bank hat gesagt, naja, der alte Grundriss, der passt ja gar nicht mehr. Mhm. Und dann war es so, ich habe einen Bauingenieur oder ich habe einen Architekten beauftragt, einen neuen Grundriss anzufertigen. Und dieser kam mit seinem Bosch-Lasermessgerät und einem Zollstock an. Und wenn man mal auf den Kalender guckt, welches Jahr wir gerade haben, dann habe ich mir gesagt, das kann doch nicht sein, dass 2020 der immer noch mit den Utensilien rumrennt, die mein Vater vielleicht schon hatte. Ja? Mhm. Und da muss es doch eine neue Technik geben. Und ich habe mich damit befasst und kam dann auf Leica, dass es Laserscanner gibt. Und ich kam dann auf die Matterport, dass es 3D-Kameras gibt. Und habe dann
wie ich spontan wieder bin, einfach mal ohne Ahnung zwei cooles Geräte gekauft. Thema, ja, ein cooles Thema. Und kam denn dazu und das war eigentlich so die Berührung, so hat das angefangen. Wir haben ja 2021, ja, jetzt kurz vor November, also Ende Oktober. Ja. Das ist ja so lange noch gar nicht her. Ne, das oder? Ist ein Jahr her. Mhm. Genau, mein Sohn hat zu der Zeit noch seinen Bachelor gemacht in Immobilienwirtschaft in Kufstein. Und im Zuge des Bachelors musste er ein Praktikum machen. Mhm. Und mir hat das so gut gefallen, dieses Thema, dass wir bei der Firma, wo wir die Geräte gekauft haben, ich gefragt habe, ob es hier eine Möglichkeit gibt, dass mein Sohn ein Praktikum machen könnte. Und der Lukas hat das dann angenommen. Ja, die Firma ist in der Nähe von Magdeburg. Das war gut, er konnte bei meinen Eltern oder bei meinen Schwiegereltern wohnen, heimatverbunden. Er kannte die Gegend, hat dieses Praktikum mitgenommen und war immer begeisterter, was dieses Thema angeht. Und da das Studium bald zu Ende war und ich mir gedacht habe, naja, vielleicht gäbe es da Möglichkeiten, dass ihm das, wenn er so dafür brennt, dass man daraus eine Geschäftsidee verwirklichen könnte. Und der Eigentümer der Firma, wo der Lukas Praktikum gemacht hat, mit dem kamen wir ganz gut klar und mit dem haben wir dann eine Kooperation gemacht und haben gesagt, pass auf, wir machen in München dies und jenes, hättest du da Bock drauf? Ja, er hat eh überlegt, schon eine Niederlassung in München zu machen, das hat gepasst. Und so sind die ersten Schritte passiert und im April haben wir dann die Firma gegründet, also die erste Firma und im Mai die zweite Firma und genau. Sehr, sehr cool. So, und jetzt hat sich ja im Laufe des Jahres etwas weiterentwickelt. Mhm. Du warst nämlich vor kurzem auf einem Seminar bei mir, auf einem Unternehmertraining im Rahmen des Unternehmercoachings, was du seit Januar diesen Jahres ja. bei mir besuchst. Und da ist was passiert. Da hat sich irgendwas verändert. Ja? Kannst du das mal ein bisschen genauer beschreiben, was jetzt sich genau da für dich und auch für dein Sohn, der war ja mit, ne? Ja. Übrigens unser jüngster Teilnehmer mit 21 Jahren, was ja extrem cool ist, ja, extrem cool. Und was hat sich da jetzt konkret verändert und an welchem Punkt hat sich was verändert? Ja, wir waren in Düsseldorf eingeladen zu diesen Unternehmenstagen. Das waren zwei, sage ich mal, Live-Seminare, die du anbietest im Zuge deines Coachings. Das war mega. Ich habe dann im Vorfeld gefragt, ob ich meinen Sohn mitbringen darf, ob das ein Problem ist. Gott sei Dank durfte ich ihn mitbringen. Ja, wir hatten erst einmal eine kleine Orientierung, ne, weil es einfach irgendein Bild war mit einem kleinen Jungen drauf. Ja, genau. Ne? Das war aber eine kurze Verbindung. Der war irgendwie 10 oder so. 12, ja, war der, 12 ja, genau. Aber es war dann doch ein bisschen älter. Ne? Nee, genau. Es war also, ihr nahmt an, ich bringe meinen Anton mit, klar, der genau. 12 Jahre alt ist, aber es ging um den Lukas. Das haben wir aber dann im Telefonat gerade gerückt und ich habe den Lukas da mitgenommen und wir hatten echt zwei brutale geile Tage. Ja, also ich bin ja sowieso ein Fan vom Live-Coaching. Und ein Thema war unter anderem Zielsetzung. Ja, und da hast du in den Videos wunderbar erklärt, wie man das macht. Aber erklären und verstehen und machen sind wieder riesige Unterschiede. Und du hast es uns damals gesagt, du hast abgefragt, wer das gemacht hat. Ja, so viele Hände waren nicht oben. Und du hast uns damals in die Pflicht genommen, dies als Hausaufgabe zu machen. Und also ich muss mal ganz kurz einsetzen, weil es ist halt, das ist auch der Unterschied von unserem Coaching zu anderen Coachings, dass wir halt wirklich auch das sich modular aufeinander aufbaut, ja, und eben auch in verschiedenen Lernrichtungen, also sprich eben nicht nur online, es ist kein teuer bezahlter Online-Kurs, ja, sondern letztendlich am Ende des Tages eben das Thema Präsenz auf einem Seminar, wirklich miteinander im Dialog zu sein und auch durchaus auch mit den Tritt in den Hintern auch zu spüren. Ins, ne? Handeln so. Kommen, ja, genau. Genau. Ins Handeln, genau. In die Umsetzung, ja, ja, kommen. Ja. Und du lieferst den Fahrplan, aber am Ende müssen wir es umsetzen. Ja? Und dieses Thema, das haben wir dann gemacht. Wir haben uns zu dritt hingesetzt von der Geschäftsführung Focus 3D und wir haben dieses vorher nochmal die Videos von dir geholt. Ja, vorher war auch nochmal ein Live-Call, wo das Thema wirklich dementsprechend nochmal besprochen wurde, was mega war. Also nach dem Seminar. Nach, ne? dem Seminar. Also ich muss dazu, vielleicht, ja, das kurz dazu erklären. Also wir haben das Seminar gehabt, da ist nochmal ganz speziell auf das Thema Ziele setzen, Ziele erreichen. Ja. Ne, da gibt es eine Abhandlung, eine ganz klare
Anleitung dazu, wie man jedes Ziel, was man sich setzt, erreichen kann. So, und dazu gab es dann die Hausaufgabe und zu der Hausaufgabe dann nochmal ein Feedback-Call innerhalb des Live-Calls, um nochmal Feinjustierungen zu übernehmen und zu besprechen. Ne? Okay. Hm? Der war auch wirklich nochmal gut, um nochmal mehr Realität zu bekommen. Mhm. Und danach haben wir uns hingesetzt und danach haben wir das nochmal vertieft. Ja, also nochmal intensiver die Sachen angegangen. Wir hatten da schon was drinstehen, aber in dem Call kam nochmal raus, das ist wirklich nicht die Tiefe. Wir müssen in die Tiefe gehen. Und das haben wir dann gemacht. Also, lass uns mal ein Beispiel nehmen. Also es ging darum, zum Beispiel einen 7-stelligen Jahresumsatz zu realisieren. Und dann war ja die Warum-Frage, ne? Also was der Zweck des Ziels. Ne? Und so nach dem Motto ja Expansion des Unternehmens. Das war ja nur in dem Beispiel. Und natürlich, wie der ein oder andere dann so ist, sagt, okay, jetzt übernehme ich das doch einfach mal. Ja? So, übernehme ich das einfach mal. Und dann kam ja von mir an der Stelle auch die Frage an einen der Teilnehmer, okay, jetzt komm mal Butter bei die Fische, warum willst du denn dieses 7-stellige Jahresziel erreichen? Also jetzt mal, ne? Butter bei die Fische, ist das jetzt wegen der Expansion deines Unternehmens, ja, weil das nicht sich so sexy anhört oder was ist der wahre Grund dahinter? Genau. Ne? Also finde den Grund. Ja. Genau, finde den Grund. Expansion ist ja eigentlich nur, dass die Zahl im nächsten Jahr nochmal höher wird. Aber hinter diesen stehen ja ganz andere. Auch hinter dem Geldbetrag, ein 7-stelliger Geldbetrag ist ja noch keine große Motivation, sondern was treibt uns an? Naja, haben will in jeder, aber die Frage die ist aber, was sind was anderes. Ne, bereit dafür, den notwendigen Schritte auch zu gehen. Ja. Ne? Ja, genau. Also und das ist bei uns war es zum Beispiel Marktführer in einem bestimmten Segment zu werden. Mhm. Bei uns war es der Firma eine Existenzberechtigung zu geben. Weil wenn ich Gewinne mache, dann hat die Firma auch ein Recht zu existieren. Klar, absolut. Das ist ja mein Unternehmertum. Ja. Für uns war es, dass es den Mitarbeitern in der Firma gut geht. Das heißt, wir wollen gute Löhne zahlen, wir wollen gutes Gehalt zahlen, wir wollen ein geiles Team haben. Wir wollen natürlich auch einen Wert schaffen, ein Unternehmen schaffen, was mich ernährt, was meinen Sohn ernährt, was die anderen Gesellschafter ernährt. Familien, nicht Familien, nur eine natürlich. Person. Ja, genau. Und ernähren kann man ja auch definieren, dem einen ist ernähren mit 1.000 Euro, wird in München ein bisschen knapp, dem anderen ist ernähren mit 10.000 Euro und da wird es auch knapp. Ja, also auch das muss ja jeder für sich definieren. Aber wir wollten was erschaffen, was uns eine gewisse Freiheit gibt. Eine finanzielle Sicherheit, eine Freiheit. Ja, und wir sind als Unternehmer angetreten. Also irgendwann, klar, am Anfang, das kennst du auch, muss man alle drei Sachen einnehmen. Den Facharbeiter, den Manager und den Unternehmer. Aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass die Firma sehr, sehr schnell mit Facharbeitern bestückt werden muss, dass wir zumindest in die Managerposition rutschen und ab einem bestimmten Zeitpunkt in die Unternehmerrolle. Weil ich möchte mein Unternehmen... Ich will nicht in, sondern am Unternehmen arbeiten. Ja, und für mich hat ein Unternehmen erst dann Wert, wenn jede Person, die da drin ist, auch ersetzbar ist. Ja, also meistens, in den meisten Unternehmen ist der Unternehmer der Motor. Nimm einen Motor aus einem Auto und das Auto ist wertlos. Ja, und das ist unser Ziel, wo wir angetreten sind. Und das war so mal die Tiefe, dass es nicht nur um Expansion geht, ja, sondern hinter Expansion stehen halt andere Sachen. Wo aber bei uns der Knall kam, ist einfach dieses Runterbrechen. Einfach mal zu sagen, okay, wo stehen wir jetzt? Wir haben 5 Mitarbeiter, was kosten die uns? Was sind die anderen Strukturen? Und dann mal anzufangen, runterzubrechen, was müssen wir denn an Umsatz machen? Ja? Also wie diese Regeln, die du aufgestellt hast, auf Immobilienbereich bezogen, keine Immobilie unter 100.000. Und so haben wir mal angefangen. Ja, wie viele, wir haben uns die Schulungssäule genommen, wir haben auch mehrere Säulen in der Focus 3D und für jede Säule müssen wir diesen Plan machen und wir haben uns mal die Schulungssäule genommen und haben mal runtergebrochen, wie viele Lehrgangsteilnehmer brauchen wir denn, um überhaupt angenehm über Wasser zu kommen? Mhm. Und ich sag dir, das ist mega, wenn du das runterbrichst und dann eine Zahl rauskriegst, wo du sagst, hey geil, das ist die Zahl, die habe ich jetzt verinnerlicht im Kopf, weil ich diese Hausaufgaben gemacht habe.
diese vergesse ich auch nicht. Und ich weiß genau, wenn der Oktober vorbei ist und diese Zahl nicht auf meinem Tacho steht, dass ich ein Problem kriege. Und zwar nicht erst nach Jahren, sondern relativ schnell. Genau. Und dass ich gegensteuern muss, dass ich im nächsten Monat was tun muss, um diese Zahl wieder einzufangen und Maßnahmen ergreifen muss. Mhm. Und man kriegt mit deinem, sage ich mal, Vordruck, mit deinem roten Faden wirklich eine geile Strategie. Wenn man die Hausaufgabe macht, das ist eine Unternehmensführung, also die ist mega, die ist Hammer. Also es war ein echter Gamechanger, kann man so sagen. Also für uns alle drei. Ja. Leider haben wir es noch nicht ganz fertig. Ja. Wir müssen noch die einzelnen Aufgaben ausfeilen. Wir müssen noch mal drüber schauen. Wir müssen noch mal wirken lassen, noch mal nacharbeiten. Aber wenn das mal steht, dann hast du einen roten Faden für dein Unternehmen. Und das kann ich nur sagen, diese Aufgabe sollte jeder, der in dein Coaching, ins Unternehmen-Coaching einsteigt, am Anfang der Ist-Situation machen. Aber nicht nur jeder, der in meinem Coaching ist, sondern eigentlich sollte das ja jeder Unternehmer machen, was wiederum gleichzeitig heißt, ja, jeder muss in mein Coaching aber rein. Aber nicht jeder weiß es ja, dass es sowas gibt und dass es so ein geiles Tool gibt. Aber die im Unternehmen sind oder in einem Unternehmenstraining bei dir sind, die wissen es. Aber auch ich habe dieses geile Instrument seit 6 Monaten vernachlässigt. Ja, genau. Also es ist wirklich, nur damit man es draußen noch versteht, es ist ein echter, wie so ein Architektenplan, wie ein Bauplan, Schritt für Schritt. Ich setze oben das Ziel und dann wird dieses Ziel, also du wirst praktisch Schritt für Schritt geführt, um dieses Ziel komplett in seine Bestandteile zu zerlegen und einen kompletten Fahrplan zu entwickeln. Und am Ende des Tages kann nur eins stehen, Zielerreichung. Bauplan ist das richtige Wort. Mhm. Also es ist wie ein Konstruktionsplan, wo ich sage, ich will ein 7-Familienhaus draufsetzen. Ich würde es mal als Statikplan nehmen. Mhm. Und beim 7-Familienhaus sagt mir genau die Statik, ich brauche die und die Betonfläche. Ja. Oder dieses Sockelfundament. Und Stahlträger und auch alles. Ja. Mit Berechnung, was für... Und so ist es. Ich habe oben mein Umsatzziel und dann kommt genau dieses Konstrukt der Statik berechnet. Mhm. Und dann weiß ich, wie meine Betonplatte auszusehen haben, dass ich dieses Konstrukt da oben drauf zimmern kann. Was ist dadurch auch jetzt in der Firma passiert? Also mal abgesehen davon, dass ihr jetzt einen Bauplan habt, der natürlich noch weiterentwickelt wird, logischerweise. Aber was ist jetzt mit den anderen passiert, also die gerade an dem Plan mitwirken, beispielsweise dein Sohn? Ja, mein Sohn war bei der Erarbeitung ja dabei. Also ich denke mal, der hat die Zahlen genauso verinnerlicht wie auch der Dominik, der zur Firma gehört und wie auch ich. So viel ist aber leider noch nicht in der Umsetzung passiert, weil es ja erst einige Tage her war. Na klar, das heißt, für uns ist das jetzt ganz, ganz Prio 1, das zu vervollständigen und für die anderen 4 tragenden Säulen, die Umsatzsäulen der Firma, ebenfalls zu machen. Ja, also wir haben nicht gesagt, wir wollen ein Umsatzziel für die Firma genau und dann machen wir die Gliederung, sondern für jede umsatztragende Säule oder für jede Einkommenssäule haben wir genau die Zielsetzung gemacht. Ja. Sehr cool. Wenn du jetzt an Unternehmer versus auch Immobilienmakler, überhaupt Menschen, die Unternehmer werden wollen, eine Empfehlung aussprechen könntest, was für eine wäre das? Arbeitet an eurem Mindset. Investiert in euch selbst. Das ist das beste Investment. Zu schweren Zeiten habe ich alle materiellen Dinge mal zeitweise verloren. Mhm. Die waren Goldnuggets, die ich habe, stecken zwischen meinen Ohren. Mhm. Und je mehr ihr in euch investiert, in euer Mindset und in euch selbst, das sind die richtigen Investments. Du hast im Vorgespräch hast du eine Sache gesagt, die fand ich wirklich krass. Als es dir richtig schlecht ging, hast du deine letzten paar tausend Euro, die du hattest, was hast du damit gemacht? Ja, als mir richtig schlecht ging, also ich war ja nicht immer Immobilienmakler. Als es mit meiner Firma halt nicht mehr funktioniert hat, als ich die GmbH in die Insolvenz führen musste, ich war einmal durch, ja, wie man das so sagen kann. Man hat es einmal schon geschafft gehabt, wo Geld keine Rolle spielte und uns ging es sehr, sehr gut. Ich habe eine Verantwortung meiner Familie gegenüber gehabt und damals, wir hatten von dem kleinen Sohn angesprochen, der ist zu der schweren Zeit gerade geboren worden, was für mich nochmal ein mega Antrieb war, jetzt Gas zu geben, nicht für mich, sondern für die wahren Werte im Leben, die Familie. Und damals habe ich mich entschlossen, ich muss was verkaufen,
ich sage immer, ich bin Maulwerker und nicht Handwerker. Ja, also Verkauf liegt mir. Ich muss was verkaufen, was auch eine ordentliche Provision bringt. Das könnten Autos sein, war nicht meine Branche, war eine andere Liga, wollte ich nicht. Versicherungen habe ich probiert, war nicht sexy genug. Ist ein Stück Papier zu verkaufen, was in der Zukunft wirkt, war nicht meins. Aber ich liebe Immobilien. Ja, und Immobilien ist nun mal das höchste Investitionsgut, was ein Mensch auch erwirbt. Und die Provisionen sind ähnlich gut. Und das war der Entschluss, dass ich in den Immobilienbereich gehe. Nur hatte ich das Wissen nicht. Ja, also ich... Immobilienmakler muss Wissen haben, ja, rechtliche Sachen, fachliche Sachen. Und ich habe damals gesagt, ich trete an, habe bei einer Firma in der Maximilianstraße begonnen. Und um mein Defizit an Wissen auszugleichen, habe ich sehr teure Lehrgänge gebucht, die damals in den Fachzeitschriften angeboten wurden. Und die waren nicht günstig. Und das war sozusagen deine letzte Kohle, die ja, du praktisch genau. auf gesagt hast, ey, pass auf, das beste Investment ist in mich jetzt sozusagen. Ja? Genau. Natürlich sehr mutig, deine Frau hat dich natürlich wahrscheinlich für verrückt gehalten damals. Ne? Ja, die kannte mich ja schon ein paar Jahre. Ja, okay, die kannte dich schon mal, genau. Aber du hast gesagt, okay, alles klar, ja, genau. Ich setze auf die Karte und drauf. Ich habe wirklich damals das letzte Geld, was wir hatten, ja, also es war Mitte des Monats, habe ich dann überwiesen für einen Lehrgang, für einen 3-Tages-Lehrgang, der 4.500 Euro gekostet hat in dem Bereich. Und danach war das Konto leer und ich habe zu meiner Frau gesagt, wir haben noch 14 Tage. Wir haben ein bisschen Zeit bis zur Miete. Wir schaffen das schon mit der Miete. Und so war es denn auch. Also es ist auch das, sage ich mal, dass das Universum, wenn man bereit ist, auch dafür zu kämpfen, auch dich wieder berücksichtigt. Aber ist das nicht geil, wenn man auf der anderen Seite auch dann so aus diesem Tal raustritt, dann mal so zurückblickt und guckt auf die Vergangenheit und sagt, boah, geil, ich hab's gepackt. Also in dem Moment, wo du drin steckst, ist es nicht geil. Nein, das ist natürlich nicht geil. Aber schau, wenn man jetzt mal sich, jetzt, das ist ja jetzt so ein Rocky-Beispiel. Ne? Man kriegt so richtig auf die Fresse, ja. Man liegt da, also ist so voll am Taumeln, ja. Und am Ende des Tages, man liegt auch, ist K.O., ne? So bei 8, aber man atmet und man steht wieder auf, ja. Oder? Ja, rückblickend kann man das so sagen. Ja, man weiß ja nie, ob das, was man in dem Moment entscheidet, auch der richtige Weg ist. Ja, aber ich bin so ein Freund davon. Ich war 14 Jahre beim Militär und da musst du Entscheidungen treffen. Wenn du keine triffst, bist du verloren. Ja, und das ist im Unternehmertum auch, es ist viel, viel schlechter, keine Entscheidung zu treffen, als einfach mal eine zu treffen, loszulaufen und im Laufen deinen Kurs zu korrigieren, wenn du denkst, es ist vielleicht der falsche Kurs. Aber nichts zu tun, die Hände in den Schoß zu legen und warten, dass da draußen was passiert, das funktioniert nicht. Ja, es geht ja noch eine Sache dazu. Ich meine, es gibt ja draußen, ich sag mal, die ganzen jungen Wilden, ja, wie ja dein Sohn, mein Sohn ja genauso, dein Team, mein Team sind ja auch alles junge Menschen, die am Start sind. Und es gibt ja auch viele, viele, viele Superunternehmer da draußen, die noch ganz jung sind, die mit großen Zahlen um sich werfen. Aber wir können halt mit Fug und Recht sagen, passt auf Leute, wir haben eben auch mal auf die Fresse bekommen. Und zwar richtig, ja, richtig dolle. Und das Leben ist halt eben nicht immer nur ein Ponyhof und nicht immer nur Gucci, Prada und Louis Vuitton, sondern es gibt halt eben auch Betonfressen, ne? So mal, ja, genau. Ja, so am Rande, ne? Und das Coole ist halt, an der Stelle, wir können halt wirklich auch sagen, wir sind halt einmal mehr aufgestanden, als wir hingefallen sind. Und ich glaube, dass auch andere an der Stelle liegen geblieben wären, oder? Ja? Definitiv. Also rückblickend gesagt, wie du ja gefragt hast, ist es cool, weil es hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Ja, ich hatte damals, wenn man Ursachenforschung macht und reflektiert, dann waren das zu 80% eigene Fehler, die man gemacht hat. Immer. Ja, und man ist nicht ohne Grund hingefallen. Ja, wenn ich einen hügeligen Abhang runterlaufe, der sehr steinig ist, dann kann ich auch mal fallen. Ja, und ich bin aber froh, dass es passiert ist, weil mein Mindset war damals ein verkehrtes. Und dadurch, dass man auf die Schnauze gefallen ist, hat man einfach reflektiert, umdenken gelernt und hat Dinge anders gemacht. Ja? Und ich finde es nicht schlimm, es gehört zu mir. Ich habe da auch keine Scheu, darüber zu reden. Mhm.
weil das hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin, und mit der Situation bin ich ganz zufrieden. Sehr cool. Wenn man jetzt mal zusammenfasst, du hast einmal gesagt, Struktur ist was ganz wichtig. Ich sage ja immer, baut euer Fundament nicht nur als Bodenplatte, sondern erstmal ein paar fette Stahlträger in den Boden rein, dann die Bodenplatte drauf, weil dann ist es wirklich fest. Also Struktur, ja, Punkt 1. Punkt 2, du hast das Mindset angesprochen, ja. Erfolg beginnt zwischen unseren beiden Ohren, ja. Ganz, ganz wichtiges Thema. Einmal mehr aufstehen, als man hinfällt, logischerweise, ist auch noch ein ganz wesentliches Thema. Und du hast es auch angesprochen, ist das Thema Wissen. Ja? Ja. Das heißt, ich brauche Wissen, ich brauche Wissen, um auch stark zu werden, um zu wissen, was ist richtig, was ist falsch, und vor allen Dingen auch unterscheiden zu können, richtig von falsch. Natürlich. Weil wenn man keinen Plan hat, dann hat man eben keinen Plan. Ja? Damit wären wir beim nächsten Thema, eben einen Plan. Ja? Also das heißt, wirklich so einen Bauplan zu haben, der einem den Weg zeigt, ja? Den klaren Weg, das ist der dynamische Prozess. Würdest du mir zustimmen, dass das so die wesentlichen Punkte sind? Ich würde noch einen Punkt zunehmen. Ja, bitte. Und das ist, nutze Fachleute. Okay, also Profis. Profis nutzen, ja. Es ist logisch, ich schalte nicht, wenn ich ein Immobilienproblem habe, dann sollte ich einen Immobilienanwalt einschalten und nicht einen Allgemeinen. Ich gehe ja auch nicht, wenn ich Zahnschmerzen habe, zum Allgemeinmediziner. Ja, und ich habe gelernt, wenn ich zu den Profis gehe, ja, sei es auch im Coaching, wenn ich zu den Leuten gehe, die bewiesen haben, dass sie andere erfolgreich gemacht haben, das ist genauso wichtig. Also nutze die Kompetenz der Leute da draußen, um sie für dich zu nutzen. Also das ist ganz wichtig. Ja. Und das würde ich viel, viel mehr oder viel, viel eher auch wieder machen. Also gutes Mentoring. Mentoring sind ja Ansprechpartner, ja. Kontakte etc. pp. Okay. Ja, also Mentoring, das ist ja auf Coaching bezogen, aber in allen Bereichen. Ja. Den besten Anwalt. Nicht irgendeinen Anwalt. Deppen, ja. Sondern die besten, die es in dieser Branche gibt. Und gib das Geld aus. Weil wenn du es nicht ausgibst, zahlst du es eh. Doppelt und dreifach, genau. Und dann würde ich noch eine Prise hinzufügen, ist, das Ganze funktioniert nur, wenn man auch diszipliniert ist, also Selbstdisziplin hat und dann Dinge auch wirklich mal umsetzt. Nicht nur darüber redet, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Korrekt. In diesem Sinne, Jens, vielen, vielen Dank. Erstens für deine Offenheit, für deine Einblicke, die du uns gegeben hast, und für deine klaren Ansagen. Ja, und euch da draußen wünsche ich allen viel Erfolg bei der Umsetzung. Und ja, also ich stehe da gerne zur Verfügung, euch wie dem Jens auch zu helfen, euch den Bauplan zur Verfügung zu stellen. Hier unter diesem Video ist alles verlinkt. In diesem Sinne, viel Erfolg.